So, ein etwas anderer Hund. Wir füllen einen orangen Ballon und lassen am Ende etwa eine Handbreite frei. Verknoten diesen. Greifen einen 4 Finger großen Bubble ab. Schlagen um, verdrehen das Ganze. Ziehen den Knoten einmal durch, damit ist das Ganze gesichert. Nochmal einen 4-Finger-Bubble, gefolgt von einem 2-Finger-Bubble. Schlagen um und verdrehen das Ganze, so dass es symmetrisch ist. Das ist der Kopf unseres Hundes. Ein 2-Finger-Bubble für den Hals. Ein 4-Finger-Bubble für das erste Bein. Schlagen wir um. Locktwist, verdrehen das praktisch. So, etwas mehr als eine Handbreit greifen wir ab für den Körper. Ein 4-Finger-Bubble für die Hinterbeine. Schlagen um. Locktwist. Wie vorne. Halt der klassische Hund, ihr kennt ihn ja. Hoffe ich, dass ihr ihn kennt. So, den Schwanz bringen wir in Form. Die Bubble auf dem Kopf des Hundes wird gepinscht, mit sich selber verdreht. Aufgrund meines schwarzen Bildhintergrundes habe ich jetzt einen lilafarbenen Ballon genommen. Normalerweise nimmt man schwarz dafür. Wir füllen also einen lila Ballon, beziehungsweise ich einen lila und ihr am besten einen schwarzen Ballon. Wir nehmen Maß. So groß sollte etwa die Nase sein, 2 Finger groß. Und trennen den Ballon ab. Verknoten beide Enden des Ballons, beziehungsweise da drin was nochmal ab. Ist mir aufgegangen. Künstlerpech. So, die Nase. Nun ziehen wir einmal die Nase durch und wickeln den Rest ein, zweimal um die Nasenspitze und den Rest verdrehen wir hinterm Kopf. So erhält die Nase einen sehr stabilen Sitz. Von dem restlichen Ballon lassen wir die Luft raus. So, jetzt haben wir ein 1, 2, 3, 4, ja, 5 Hände großes Stück. Finden die Mitte, splitten es, greifen einmal ab und fangen an zu drehen. Nehmen unseren Pinch Twist und verdrehen den mit einem unserer Ohren. Biegen die Ohren zurecht, knicken sie in der Mitte ab, und bringen sie in Form.
Nun bekommt der Hund noch Augen. Schnauzhaare. Fertig ist unser Hund. Die Zipfel an den Ohren, die kann man noch abschneiden. Das war's.